Liebe Leute, herzlich willkommen bei WB, bei Writing Bull und bis bei Disciples Liberation. Ein Preview-Stream auf Twitch am 18. Oktober. Am 21. Oktober kommt das Spiel raus. Ich zeichne auf YouTube auf. Es handelt sich um ein Strategie-Rollenspiel, also eine Mischung von zwei verschiedenen Genres in einer Dark-Fantasy-Welt. Ein Rollenspiel mit Rundentaktik kämpft, das kennt man oft, das gibt es viel, aber auch mit vielen anderen Strategieelementen noch. Man kann sich zum Beispiel eine Armee zusammensetzen, so ein bisschen erinnert das Spiel vielleicht an die Heroes of Might and Magic Spiele, hat aber auch eigene Vorgänger noch. Es gibt Vorgänger im Disciples-Universum und das ist der neueste Teil. Die Entwickler kommen aus Kanada, der Publisher kommt aus Deutschland, aus Worms, das ist Calypso Media. Ihr seht dort in der Ecke, hier, da. Da, das war ein Werbevideo. Vielen lieben Dank an Calypso Media, die mir ein Honorar gegeben haben als Unterstützung meiner Arbeit für diesen Stream, für diese ersten Videos, die entstehen und auch für die kommenden. Das freut mich persönlich sehr, ist nicht selbstverständlich. Man, die weißen Firmen nicht und freut mich sehr. Honorar bezieht sich nicht darauf, dass ich irgendwie sage, tolles Spiel müsst ihr haben, sondern darauf, dass ich es ins Programm reinnehme und es euch zeige, euch alle Spielmechaniken zeige und euch die Entscheidung überantworte, ob euch das, was ich euch zeige und ich hoffe halbwegs professionell zeigen kann, ob euch das gefällt oder nicht. Falls euch das Spiel interessiert und es ihr euch holen wollt, das wäre mein Tipp. Im Calypso Store, dem eigenen Shop vom Publisher Calypso, gibt es das Spiel mit schönen Rabatten. Falls man den Newsletter bestellt, das vorher noch nicht gemacht hat, gibt es noch eine extra Rabatte obendrauf. Link darauf findet ihr auf YouTube, eher direkt hier drunter in der Textbeschreibung. Auf Twitch posten das die Twitch-Moderatoren, den Link darauf. Wir legen mal los. Im fertigen Spiel wird es übrigens die Möglichkeit auch geben, Multiplayer zu spielen. Da kann man Gefechte durchführen gegen andere Leute, aber im Mittelpunkt steht die Singleplayer-Erfahrung, also die Einzelspieler-Erfahrung und die Kampagne, die wir spielen werden. Mit unserer Heldin können wir Gefährten kennenlernen und können immer mit einigen von ihnen, wir haben die Auswahl, dann in Rundentaktik-Schlachten ziehen. Daneben gibt es noch einen Echtzeit-Part, wo man durch eine große Welt mit vier verschiedenen Klimazonen, mit vier verschiedenen Biomen läuft. Gibt also auch hohe Schauwerte. Es gibt insgesamt eine sehr, sehr lange Kampagne und es gibt eine Demo. Die kann man sich auch runterladen als Vorbesteller oder Käufer. Gibt es auch über diese Links dann und die umfasst volle, satte 8 Spielstunden, also ein richtig großer Umfang und viele der Spielmechaniken lernt man dann bereits kennen. Und ansonsten gibt es auch Bossgegner, die man hin und wieder trifft. Und es gibt sogar die Möglichkeit, in den Rundentaktik-Kämpfen einzelne seiner Mitstreiter in die zweite Reihe zu schicken. Die kämpfen gar nicht direkt mit, also die können nicht umgebracht werden von den Gegnern, feuern von hinten. Also es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Es gibt auch eine Basis, die wir bekommen, so eine Art Festung, die wir verwalten können, die wir ausbauen können, wo wir Kasernen zum Beispiel hinsetzen können von 4 verschiedenen Fraktionen, die wir kennenlernen, von 4 verschiedenen Völkern, mit denen wir diplomatisch-taktisch Bündnisse schließen können, mit denen wir in Kontakt treten können. Und wir können es mit ihnen verscherzen oder uns mit ihnen schönreden und bekommen dann Boni, die kämpfen dann besser für uns, können deren Kasernen, deren Gebäude in unserer Festung platzieren. Also es ist ein wirklich komplexes Spiel. Den Auftakt davon erleben wir gemeinsam. Das ist ein so umfangreiches Spiel. Ich werde das nicht von vorne bis hinten durchspielen, aber ich werde euch einen guten Einstieg ins Spiel verschaffen, sodass ihr euch dann überlegen könnt, wollen wir selber weiterspielen oder halt nicht. Wir gehen mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Vergnügen. Wir starten ein neues Spiel. Es ist eine Zeit zwischen den Zeiten. Über Epochen hinweg waren Nirvindas Jünger Opfer göttlicher Launen. Das Volk leidet, es kämpft, es stirbt und wird wiedergeboren, um erneut zu sterben. Aber das Zeitalter der Götter endet. Ihre Zwillingsketten aus Chaos und Grausamkeit werden zerbrechen. Aus Angst vor dem Anbruch dieses letzten Zeitalters wendet sich das Volk einmal mehr seinen Göttern zu. Es findet keine Antworten. Aus Furcht wird Paranoia. Aus Paranoia wird Zorn. Und Zorn führt zum Krieg. Aber Krieg kann die Befreiung Nirvindars nicht verhindern. Und nun erwacht seine unerwartete Retterin, um ihr Schicksal zu erfüllen. Was sie als nächstes tut, wird die Zukunft der Welt prägen.
Damit geht es los mit Disciples Liberation. Willkommen bei WB by Writing Bull. Das Spiel ist eine PC, die PC-Version zeige ich euch, die ist komplett auf Deutsch. Das ist die Release-Version, aber noch ohne den Day One Patch. Das Spiel wird auch auf Konsolen erscheinen. Das erste Spiel übrigens der Disciples-Reihe, das es auch auf Konsolen geben wird. Es kommt raus auch für die PlayStation 4, für die PlayStation 5, für Xbox One, für Xbox Series X und S. Und kommt, wie gesagt, am 21. Oktober heraus und in den Handel. Wir gehen los. Wir beginnen damit, dass wir, worum es geht zu Beginn, die Story, die wird allmählich enthüllt. Ich will euch nicht zu viel spoilern. Wir starten hier in der Kanalisation. Das merkt ihr auch daran, es müffelt. Riecht mal hin. Kriegt ihr das mit? Musik und Sound ist ja die eine Sache, aber ich glaube, oder bin ich das selber, der so... Also ich habe persönlich den Eindruck, es ist die Kanalisation, die ihr müffelt, falls es bei euch nicht riecht. Entweder im Programm, im Spiel, die Geruchsrezeptoren, die künstlichen einschalten oder mir einfach nicht sagen, dass es nicht müffelt, um meine Selbstachtung nicht zu beschädigen und mich nicht zu beschämen. Wir kehren von unserem Aussichtspunkt in die Kanalisation unter der Kirche des heiligen Darkchild zurück. Orion, dein bester Freund, schläft. Nur sein Schnarchen... Nur sein Schnarchen verrät dir, dass ein regungsloser Körper noch lebt. Ori, alles in Ordnung? Vielen Dank. Ja, schön, dass es bei euch auch so unangenehm riecht. Danke, Matze. Du stärkst meine Selbstachtung. Was? Oh, Avi, ich dachte schon, du wärst eine Kirchenwache. Eine Kirchenwache, ja? Wir haben einen Anschlag vor auf eine Kirche und auf einen unheiligen Priester. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dein Geschnarche oder dieser Gestank. Wie kannst du hier unten nur schlafen? Ja, saufen und schlafen kann ich überall. Ist eine Gabe von mir. Wie spät ist es? Wie spät? Die Dämmerung ist angebrochen. Die heiligen Hände des Priesters sind weg. Soweit ich sehen kann, bleiben noch drei. Versuche ich mal, den Sprachton ein bisschen lauter zu bekommen. Okay, also, wie gehen wir das an? So, Dialogentscheidung. Es geht immer zwischendurch so Tutorial-Meldungen, die aufploppen, wo Dinge erklärt werden und im Prinzip kann man das auch selber beim Durchlesen der relativ kurzen, aber prägnanten Texte merken, worum es da geht, ob man auf Krampf aufsteuert oder auf eine friedliche Lösung, ob man die Leute versucht zu überreden oder zu überzeugen. Oder das geht auch, ob man versucht, sie zu bezirzen. Das geht auch. Es können ganz schön amoröse Situationen hier entstehen. Es gibt Liebeleien. Bisweilen auch ein paar heftigere. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Vor allem achte darauf, ob die kleinen Geschwister noch neben euch sitzen und erklärt eben im Zweifelsfalle nicht, was ich gerade meine. Da kann man die auch einfach belügen, die Leute, oder andere Sachen machen. Und welche dieser Arten von Dialogoptionen gerade da sind, kann man auch in den Symbolen erkennen. Aber im Prinzip versteht man das auch so. Den Priester töten, meine ich. Wir müssen einen Priester töten, nein. Aber es ist ein böser Priester, der Reihe nach. Wir holen uns erst noch ein paar weitere Infos von unserem Uri, unserem besten Buddy. Lass uns erst mal darüber reden. Natürlich. Wer ist denn dieser Priester überhaupt? Was wissen wir über diesen Priester? Mal sehen. Auftrag. Herausholen und lesen. Sebastian, Feind des Schleiers und Imperiums, hat seine königliche Garde gerufen und okkupiert. Es handelt sich übrigens um Söldner. Wir zwei beide, also sie und er. Wir übernehmen Aufträge gegen Geld und das können auch Aufträge sein, wo danach Blut fließt. Okkupiert. Richtig. Hat seine königliche Garde gerufen und okkupiert die Kirche des heiligen Darkhild. Ja, klingt echt böse. Ja. Deshalb dürfen wir den auch morden, vor allem wenn es noch Geld oben drauf gibt. So, alle Infos haben wir, aber was haben wir nochmal vor? Wollen wir ihn wirklich kalt machen? Fassen wir zusammen, was wir bisher wissen. Clever. Wir sind Söldner. Ich bin dein bester Kumpel Orion. Und du oder ich? Mach jetzt keine Witze, Ori. Ah, das wusste ich schon vorher. Tut mir leid, aber was gibt es schon zu sagen? Ich weiß nur, dass uns der Mord an diesem Priester mehr einbringt, als wir sonst in unserem ganzen Leben verdienen würden.
Und jetzt warten wir in der Kanalisation unter seiner Kirche darauf, dass die Wachen schlafen gehen. Das ist der Plan. Was würdest du tun? Ach, solchen eher. Ist er der große Pläne-Schmied? Ich glaube nicht. Ich mache ständig die Pläne. Es würde dich nicht umbringen, auch mal einen Plan zu haben. Mein Plan ist, mich an dich zu halten. Und zwar schon, seit wir klein waren. Hat immer funktioniert. Beste Freunde seit Kindheitstagen. Seine Lebensaufgabe, für sie da zu sein. Na schön, ich könnte ja die Wachen ablenken und du schnappst dir den Priester. Guter Plan. Es gibt nur einen Weg, es richtig zu machen. Aber welcher? Den müssen wir jetzt bestimmen. Klar, und der wäre? Also entweder keine Zeugen, tötet sie alle. Das sind die verschiedenen Dialogoptionen, über die ich eben gesprochen hatte. Das ist der Weg der nackten Gewalt. Oder Heiligenschein über der Birne, wir gehen ungesehen vor und töten nur ihn und versuchen die anderen zu verschonen. Übrigens, alle diese Dialogoptionen haben auch Auswirkungen auf die Handlung. Es ist aber nicht so, dass man gravierend was falsch machen kann. Das sieht man auch in einem anderen Beispiel. Wir werden später verschiedene Klassen, uns stehen vier Klassen zur Verfügung für sie. Also verschiedene Arten. Sie ist eigentlich eine Nahkämpferin, aber sie mischt das mit verschiedenen Arten von Magie. Und das kann man, da kann man sie im Prinzip, also erstmal persönlich skillen ihre Werte, aber auch so vier verschiedene Klassen nehmen und selbst da eine Klassenentscheidung. Selbst die kann man rückgängig machen, bekommt seine Klassenpunkte wieder zurück. Also man kann nicht so viel falsch machen. Es hatte Auswirkungen auf den Spielstil, auf die Abenteuer. Man kann es sich mit verschiedenen Fraktionen schon verscherzen, aber es geht im Prinzip. Wir sind mal vernünftig. Wir gehen ungesehen vor. Wir müssen präzise sein. Wir gehen rein, machen den Priester kalt und kassieren unseren Lohn. Alle anderen versuchen wir zu verschonen, obwohl wir dadurch natürlich keinen XP bekommen. Aber was ist mit den Wachen? Wenn sie unsere Gesichter sehen, wird das Imperium Jagd auf uns machen. Und auf unsere Familien auch. Die Wachen haben auch Familien. Ja, das stimmt. Schade, dass wir die nicht auch noch umbringen und XP bekommen. Das hab ich nicht gesagt. Du wirkst nervös. Wir haben schon viele Aufträge erledigt, aber töten ist nie einfach. Naja. Also ja, ich bin nervös. Also wenn man selber stärker ist als die anderen, ist es schon einfach. Du nicht? Naja, verschiedene Möglichkeiten. Bereue später, handle jetzt. Also irgendwie so einen machen auf, mehr kann niemand was. Einfach was raushauen, zugeben, ich bin nervös. Wir müssen halt, das ist der Versuch, irgendwie so sich so durchzuschlavieren oder voller Überzeugung, wir tun das Richtige, der Priester ist ein Böser. Komm, wir sagen es ganz offen. Das weißt du doch. Aber wenn wir den Auftrag jetzt ablehnen, dann ist bald jemand anderes auf uns angesetzt. Und das wäre bitter. Ist also eine Form der Notwehr, dieser Meuchelmord gegen Geld. Der Priester muss dran glauben. Selber. Egal wie. Er muss dran glauben. Genau. Wir schleichen uns also rein, bleiben unbemerkt, schalten den Priester aus und hauen wieder ab. Ganz einfach. Das ist ein Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Priester musste dran glauben. Kommt her, ihr Gläubigen. Ich glaube es. Ich bin der Obergläubige. Ich bin ein Priester. Das ist schon sehr witzig. Ich weiß gar nicht, ob das absichtlich witzig war. Ganz einfach. So, auf geht's. Viele Leute haben im Chat schon die Demo gespielt. Bitte nicht spoilern, weder für die anderen Twitch-Zuschauer, auch hier liebe YouTube-Leute, spoilert nicht in den Kommentaren. Leider gilt, wer spoilert, fliegt raus. Kommentare werden erstens gelöscht von den übereifrigen Chat-Moderatoren, obereifrigen, und zweitens haben sie von mir Anweisungen, wer trotzdem spoilert, die Leute auf Eis zu legen, kein Scherz. Versteht wer keinen Spaß, entweder nur kurz auf Eis zu legen oder eventuell auch dauerhaft. Diskussionen mit den Chat-Mods gehen nicht. Das ist auch eine Sache, die wir hier nicht mögen. Schon mal kurz erwähnt. Also nicht anders hier als bei allen anderen Streamern auf Twitch auch. Also Orion oder Orion, Orion nennt er sich, glaube ich, als moralische Grau zu bezeichnen, sei wohl eine Untertreibung. Das gilt auch für die Beschreibung treu. Er ist treu und er ist schwarz. Er wuchs als jüngstes Kind einer großen, liebevollen Familie auf, sodass es schwer für ihn war, die Niederland zu verlassen. Was damit gemeint ist, eine Region. Da sind die aufgewachsen, eine Provinz des Reiches. Doch wäre er geblieben, hätte dies geheißen, Aviana aufzugeben. Und das würde er niemals tun. Er hat geschworen, sie aus Scherereien herauszuhalten und sie in welche zu verwickeln, auch vielleicht. Und das ist ein Schwur, den er bis zu seinem letzten Atemzug zu ehren gedenkt. Wir starten ja. Das ist der Echtzeit-Teil
also außerhalb der Gefechten. Das ist immer, wir sind immer zentriert auf die Ansicht unserer Heldin. Wir können mit Linksklicks sie nach rechts und links schicken in verschiedene Regionen, können ein bisschen rein und der Karte können ein bisschen rein und raus scrollen. Der zweite steht uns im Augenblick nicht zur Verfügung, weil das war ja die Story, dass wir vorgehen und er zurückbleibt. Wir können mit Klick auf die Leute uns anzeigen lassen. Aktionspunkte, Bewegungspunkte, System, erzähle ich alles gleich der Reihe nach. Das spielt, die Aktionspunkte spielen erst hier keine Rolle. Wir müssen erstmal nur so rumlaufen. Wir können uns auch mit den, also mit der Maus können wir zum Beispiel einfach hin und her laufen. Und da ist schon jemand, den wir wohl leider angreifen müssen. Der steht im Wege. Da kommen wir auch nicht drum rum. Teile der Karte, wo wir nicht hinrennen können, sind rot. Da geht's nicht hin. Kann man hier Beute machen? Ich glaube auch nicht. Kann ich mich vorbeischleichen? Unreine. Nein, Kampf! Sein Auge sieht alles. Unreine. So, wir wollten noch mal gucken. Entschuldigung, ich habe noch gar nicht nachguckt, ob ich den Ton lauter machen kann. Das mache ich gleich. Das ist der Kampf. Zwei Gegner stehen vor uns, zwei Soldaten. Das sind unsere beiden. Jetzt kommen die Rundentaktikkämpfe. Das sind die Felder, auf denen wir uns platzieren können für den Kampf. Und das ist nicht von oben nach unten, sondern von der Seite. Also auf der rechten Seite stehen gleich unsere Gegner. Auf der linken Seite stehen wir. Da würden wir ganz vorne stehen. Hier würden wir weiter hinten stehen. Wir können nach vorne und hinten die sortieren. Und hinten stehen bis zu drei Leute, die wir doch positionieren können. Hätten wir die, normales Fußvolk, die dann halt mitkämpfen würden automatisch. Wir geben denen keine Befehle. Aber umgekehrt gilt es, wenn die erste Reihe hier, wenn die ausgemerzt ist, dann würden die Truppen, die wir in die zweite Reihe gestellt haben, weil wir gedacht haben, wir wollen, dass denen nichts passiert, die sollen nur automatisch mitkämpfen, dann wäre die Schlacht vorbei und die wären auch drauf dann. Und ja, wir gehen mal rein. Wir können auf Bearbeiten klicken, können die Leute schieben. Wir lassen alles mal, wie es ist. Wenn wir einen Rechtsklick machen auf eine unserer Einheiten, sehen wir einen solchen Überblick, XP-Punkten, Balken. Wir haben aktive, teilweise auch passive Fähigkeiten. Das ist ein einfacher Nahkampfschlag, den sie machen kann. Das ist ein Flächenangriff mit Cooldown, ein mächtiger Angriff, den man alle drei Runden nur durchführen kann. Wo dann um sie herum, wo sie dann wirbelt mit ihrer Klinge und mehrere Gegner auf einmal erwischt. Das ist einfach ein passiver Bonus, den sie hat. Also wenn wir darauf achten, dass unser Held immer in der Nähe, also ihr Begleiter, immer so halbwegs in der Nähe zu ihr steht, bis zu zwei Felder neben ihr, dann gilt er als angespornt. Es gibt eher ein Moralsystem im Kampf. Das gilt sowohl für die Truppen, die ich eben schon erwähnt habe, der verschiedenen vier Fraktionen, die mit uns mitkämpfen können. Je besser unser politisches Verhältnis zu diesen Fraktionen ist, desto einen höheren Moralbonus haben wir für sie im Kampf. Das gilt allerdings auch für ihre Gefährten. Für unseren Ori nicht. Der liebt Aviana heiß und innig, da ist das vollkommen Schnuppe. Der hat immer eine super Obermoral. Aber da können ja trotzdem darauf achten, dass er nicht zu weit wegläuft. Dann gibt es verschiedene Völker im Spiel. Elfen und Menschen und Untoten, was weiß ich alles. Sie ist eine Nahkampfkämpferin. Später, wenn wir ihr die Klasse geben, können wir ihr auch noch ein paar magische Sachen dazugeben. Das sind die vier grundlegenden Dinge, die sie hat, wie alle anderen Figuren auch. Starke, Geschick, Konstitution und Intelligenz. Das sind Werte, die im Laufe der Zeit gesteigert werden. Übrigens auch durch die Ausrüstung gesteigert werden. Wir haben eine gute Startausrüstung, also Rüstung und Waffen und andere Geschichten. Dinge, die wir anlegen können, sogenannte Gedankensplitter später auch noch. Aber das ist so der Start. Und wir haben vier Widerstände, Resistenzen gegen verschiedene Arten von Angriffsformen gegen uns. Den normalen physischen Angriff gegen uns, den Widerstand und den gegen andere Sachen, gegen die Angriffe von Untoten zum Beispiel oder was auch immer. Wir haben eine kritische Trefferchance, das kennt ihr aus anderen Spielen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir besonders viel Schaden durch einen Angriff ausüben. Unser Kraftwert, der Initiativwert wird gleich bestimmen bei den Rundentaktikkämpfen, in welcher Reihenfolge wir drankommen im Kampf, ob zuerst wir kämpfen oder ob zuerst die anderen in einer Runde zum Tragen kommen. Die Bewegungspunkte spielen auch nur eine Rolle für die Rundentaktikkämpfe, also wie viele Felder wir ziehen können. Moral Wert habe ich eben erklärt, das ist ein Bonus für den Kampf, geht bis zur erhabenen Moral hoch, dann steigt die Kraft, die wir haben und auch die kritische Trefferchance und umgekehrt geht es dann auch runter. Das sind so die wichtigsten Geschichten neben den Aktionspunkten, das ist ganz wichtig. Es gibt drei Arten von Aktionspunkten, die blauen oder türkisfarbenen, das sind die Bewegungspunkte. Dann gibt es die roten, das sind die Kampfpunkte, also ob man eine Aktion durchführt wie zaubern, heilen, kämpfen, was auch immer. Und sie hatte einen goldenen, das ist so ein Allrounder-Punkt, also den kann man entweder umsetzen in Bewegung oder in Aktion. Ori hat sogar zwei goldene, das ist ein echt cooler Allrounder. Das ist so grob. So das Prinzip, worum es geht. Übrigens, sowohl sie als auch Ori sind bekannt als die Zwielicht-Zwillinge. Ich lese mal kurz den Text vor.
Seit in Avianas Jugend ein seltsamer Energiestoß von ihren Fingern ausging, wird sie vom Schleier gejagt. Um ihre Familie zu schützen, floh sie aus der Heimat ihrer Kindertage und schlägt sich seitdem mit kleinen Aufträgen durch, während sie sich gemeinsam mit ihrem Freund Orion versteckt hält. Im Laufe der Zeit bekamen die beiden den Spitznamen Zwielicht-Zwillinge und wurden als Söldner bekannt. Aviana dachte ihr, dieses Leben wäre ihr Schicksal, doch eine ganz andere Geschichte erwartet sie. Also, das ist Aviana und neben ihr haben wir noch diesen Helden hier, das ist Orion, den hatten wir eben schon einmal vorgelesen und das sind seine Spezialgeschichten. Er hat einen Schwächungsschlag, einfach einen Nahkampfangriff für jemand, der neben ihm steht, das ist so sein Standardangriff. Er hat 2 goldene Aktionspunkte, ultra cool. Übrigens, wenn man Aktionspunkte nicht ausgibt, hat man noch so extra Vorteile im Kampf. Wenn man einen von diesen blauen Punkten nicht ausgibt, im Kampf auf den verzichtet, also eine Bewegung nicht durchführt, dann hat man in der nächsten Runde einen Vorteil bei der Initiative. Also man kommt eventuell etwas früher dran im Kampf, kann vor den anderen agieren und zuschlagen. Wenn man auf seinen roten Aktionspunkt verzichtet in einer Rundentaktik, Runde, dann bekommt man einen Vorteil in der Defensive und wenn man auf einen goldenen Punkt verzichtet, also auf einen Allrounder-Punkt, hat man Vorteile bei beidem. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Nochmal der Hinweis, im Chat wurde es gerade gepostet, wenn euch das Spiel interessiert, ihr könnt es zum Beispiel im Calypso-Store bekommen, auf YouTube steht der Link hier drunter. Das sind so die verschiedenen Aktionspunkte. Das ist seine andere Fähigkeit mit Abklingzeit. Orions Mantel, werden wir auf jeden Fall gleich nutzen. Er kann sich dann tarnen und kann dann aus der Tarnung heraus umso effizienter zuschlagen und kann Gegnern Sonderfähigkeiten zugeben. Was ich persönlich cool finde, wie es im Interface gelöst ist, es gibt Tooltips zu den Tooltips und wenn man auf einen drauf zeigt, schaut mal hier, dann gibt es immer so einen leichten Zeitversatz, während man das liest und dann kommt der zweite Tooltip der zweiten Stufe dazu und zeigt einem intelligent genau die Infos an, die man eigentlich haben wollte. Das finde ich ganz, ganz gut geregelt, wobei ich persönlich fände es noch cooler, wenn es die Möglichkeit gäbe, quasi diesen zweiten Tooltip sich dauerhaft anzeigen zu lassen. Gibt es mittlerweile in vielen Spielen, mittlere Maustaste klicken zum Beispiel und dann wird der Tooltip zum Tooltip auch dauerhaft fixiert. Fände ich persönlich noch eleganter. Und er hat eine passive Fähigkeit, er hat +3 Moral, das heißt, er liebt unsere Aviana heiß und innig und bleibt immer ihr treu. Er wird uns übrigens die ganze Kampagne durch begleiten, den können wir nicht abschütteln, bei anderen Gefährten sieht das etwas anders aus. Er ist ausgestattet mit seinem Attentäter-Zwillingsdolch und hier kann er noch einen Gedankensplitter anlegen, noch steht uns keiner zur Verfügung. So, wir machen den Kampf. Attacke, das sind unsere Gegner, 2 einfache Soldaten von Rang 1. Und die haben jeweils einen Bewegungspunkt und einen blauen Punkt, also einen Bewegungs- und einen Kampfpunkt und sind einfach neutral bewaffnete Menschen, können zuschlagen mit dem Schwertstreich. Achtung, sie können mit einer Abklingzeit von 3 Runden mit ihrem Schild zuschlagen und uns verwirren. Das klappt allerdings nur dann, wenn wir schon stark angeschlagen sind, wenn wir nur die Hälfte unserer Trefferpunkte haben. Und sie könnten auch aus der zweiten Reihe kämpfen. Das werden sie jetzt allerdings nicht machen. Spielfeature hatte ich eben erklärt. Wichtig für unsere Taktik, sie haben 4 Bewegungspunkte. Das heißt, wir sollten uns überlegen, wie wir gleich ziehen. Auf in den Kampf! Ja, jetzt ist alles nochmal erklärt. Wozu erkläre ich das Ganze? Das Spiel ist auch nochmal erklärt. Alle Infos habt ihr gerade schon von mir bekommen. Unglaublich. Das Spiel plappert mir nach, was ich euch erklärt habe. Unglaublich. So, dann gucken wir mal. Und mit WASD können wir hin und her gucken. Gegner kommen von rechts, wir von links. Unsere Initiativwerte sind größer als die der Gegner, deshalb stehen wir weiter links. Das kann bei anderen Kämpfen anders kommen. Und man kann immer dann, wenn man noch keinen Punkt ausgegeben hat, keinen Aktionspunkt, dann könnte man auch sagen, ich will in dieser Runde erst am Ende der Runde kommen. Also die sollen zuerst ziehen und dann wir. Das könnte auch clever sein, denn die rennen gleich auf uns zu. Und ich würde gerne, dass die auf uns zurennen und wir uns dann überlegen, wie wir mit denen taktieren. Das heißt, auf Orion klicke ich einmal nicht auf Zug beenden. Da kommt dieser Runde gar nicht mehr dran, sondern auf Warten. Dann geht er ganz am Ende und dann lassen wir die beiden erstmal spielen. Das heißt, wir klicken hier einmal auf Warten. Bei ihr machen wir das auch. Warten bitte, sie könnte auch zaubern, aber noch stehen uns keine Zauber zur Verfügung. Wir warten und lassen die mal kommen. Kommt her! Ist natürlich mäßig klug, wenn es sich um Fernkämpfe handelt.
In unserem Fall haben wir alles richtig gemacht. Und jetzt gucke ich mal kurz, gib mal bitte mal Feedback zum Ton. Ihr habt ja eben festgestellt, die Spracheausgabe, das ist das Inventar, das zeige ich euch gleich. Die Spracheausgabe sei etwas leise. Ich gucke mal, ob ich meine Dialoge sind schon mal Maximum. Doch, die kann ich so, ich mache die mal aufs Maximum raus. Und ihr könnt mir gleich noch Feedback geben, ob der Rest passt. So, jetzt sind wir dran für den Kampf. Und Urion ist dran, dann ist Aviana dran, dann ist der Rundenwechsel. Insgesamt etwas leise. Hättet ihr es insgesamt etwas lauter? Alles lauter? Seid ihr euch sicher? Müsst ihr alle im Chat mal sagen. Nicht nur die, die gerade sagen, bitte etwas lauter. Etwas lauter noch? WB zu laut. Schämlich mal, Eva, das hat mich gelesen. Dann mache ich mal, aber dass ihr mir nicht nachher meckert, es wäre zu krass hier irgendwie. So, versuchen wir es mal so. Dann greifen wir einmal an. Er ist dran. Wenn wir ihm den Fähigkeiten Mantel geben, kann er nicht mehr kämpfen. Er muss ja erstmal vorziehen. Wir haben wie viele Bewegungspunkte mit ihm? Wir haben 5 Bewegungspunkte. Wir versuchen mal, eins zu umzingeln. Wir stellen uns mit ihm hinter sie, hinter ihn hier. Hier vorne hin. Ziehen hinter ihn, dann kann man den vielleicht umzingeln. Es wird keiner Verdacht schöpfen. Das ist die erste Aktion. Kampf beginnt, aber ein Meisterstratege weiß, wann er angreift oder wann er abwartet. Wir können Aktionspunkte auch aufsparen, das habe ich eben erklärt. Das richtige Timing ist alles. Wir können hier aber zuschlagen, wenn er die Fähigkeit nimmt, Orions Mantel, dann ist er einmal getarnt. Und könnte in der nächsten Runde dann umso effektiver zuschlagen. Aber das könnt ihr auch in der nächsten Runde machen. Wir schlagen einmal jetzt zu. Ach so, aber das Ziel bekommt blutend. Das ist schon mal ganz gut. Verliert also die ganze Zeit Trefferpunkte. Wir machen das. Wir machen einmal Orions Mantel und schlagen nächste Runde zu. Er hat 2 goldene Punkte, Aktionspunkte. Das heißt, er muss nicht ziehen und schlagen, er kann noch 2-mal schlagen. Wir warten, bis sie in der Mitte steht und bis der umzingelt ist. Wir machen einmal den Mantel. Das wird schmerzhaft. Jetzt kommt Aviana. Jetzt ziehen wir mit Aviana direkt zwischen die drei. Wir nehmen ihren blauen Punkt, üben wir aus, ihren Bewegungspunkt. Ihr roter Aktionspunkt bleibt übrig. Der ist in der Zange. Jetzt machen wir den Befreiungsschlag. Das heißt, mit Cooldown 3, Flächenangriff 2 um sie herum werden stark beschädigt. Und ja, beide sind demoralisiert, unten als in Zange genommen noch extra Schaden. Jetzt ist er dran, ist vorne. Er hat 2 goldene Aktionspunkte, das heißt, er kann 2-mal den Schwächungsschlag machen. Und der in der Mitte ist in die Zange genommen. Einmal! Spür den Biss meiner Klinge. Massiver Schaden und gleich nochmal. Ich mach das schon, Abi. Ja! Weg mit dir! Jetzt ist sie dran. Und sie hat noch einen... Wie viele Punkte hat sie noch? Sie hat noch einen Punkt, ne? Sie hat noch ihren Bewegungspunkt, den Aktionspunkt hat sie nicht mehr. Das heißt, sie könnte wegziehen. Mal überlegen, wohin könnte sie ziehen? Der zieht gleich auf uns zu. Und er kann dann gleich folgen. Nee, wir können haben noch einen Aktionspunkt. Nee, den haben wir nicht mehr, ne? Doch, wir haben noch einen Aktionspunkt. Haben 2 Aktionspunkte? Nein. Doch. Ach, sie hat einen Allrounder-Punkt. Ich hab mich verguckt. Sie hat nicht einen roten Aktionspunkt und einen blauen Bewegungspunkt, sondern einen blauen Bewegungspunkt und einen gelb-goldfarbenen Aktionspunkt. Das können wir nutzen. Dann schlagen wir einmal zu, aber das ist ein geringer Schaden. Sie wird ein bisschen verwundet sein. Wir können auch wegziehen. Wir ziehen die beiden mal auseinander. Ach komm, wir hauen einmal zu. Jetzt haut er zu. Und jetzt kann sie wegziehen, okay. Jetzt zieht sie weg von den beiden. Und er hat wie viele Bewegungspunkte? Er hat 4. Er kriegt sie auf jeden Fall. Er ist in der Mitte der Karte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal zuschlagen. Ist einer der beiden schon verwundet? Nein, wir lassen die mal nebeneinander. Wir stellen sie mal, ziehen wir mal hier zurück. Jetzt ist der Feind dran. Rennt einmal runter. In der Offensive. Schildstoß. Hat sie voll erwischt. Und jetzt ist er dran, hat wieder 2 Aktionspunkte. Den Mantel können wir nicht ausüben. Wir ziehen hinter ihn. Noch sieht man mich.
Jetzt kommt die zweite Aktion. Jetzt dreschen wir einmal zu mit dem Schlag hier. Das wird schmerzhaft. Zange genommen. Jetzt drischen sie einmal zu. Feind ist fast fertig. Und nochmal, bitte. Oh, jetzt kommt der Bewegungspunkt. Sie kann nicht nochmal. Stimmt. Sie hat einen goldenen Allrounder-Punkt, einen blauen Bewegungspunkt. Jetzt kann sie also nochmal ziehen, okay? Das heißt, jetzt machen wir... Ist eigentlich egal. Wir bleiben hier mal stehen. Wir bleiben hier stehen, nehmen den Aktionspunkt mit in die nächste Runde. Den Bewegungspunkt und haben dadurch in der nächsten Runde einen höheren Initiativwert und können vielleicht vorher nochmal angreifen. Zug beenden. Wehre den Feind ab. Er drutscht auf sie drauf. Ja, sie wäre wahrscheinlich auch so vor ihm dran gewesen. Er bleibt wieder an Ort und Stelle stehen. Er könnte wieder Heimlichkeit machen. Und dann nochmal ein paar Bluten zuschlagen. Aber das ist Quatsch. Bluten geht über Zeit. Er hat kaum Trefferpunkte. Wir schlagen einmal normal zu. Spür den Biss meiner Klinge. Für Ilian. Das für war's! Sie tritt ganz schön lässig auf. Also sie ist echt eine kleine... Sie post, kann man nicht anders sagen. Also mit dieser Siegespose, das ist ein... Es ist elegant. Echt elegant. Sie gibt an. Dezent für ihre Mörder- und Meuchelkünste. Erster Sieg, den wir errungen haben. Das ist unsere Belohnung. Etwas Gold bekommen wir. Und obendrauf bekommen wir noch ein Stirnband. Das holen wir uns mal beides und gucken mal, wie wir danach aussehen. Die Kanalisation ist offenbar nicht so sicher, wie wir gedacht haben. Echt? So viel zum Reinschleichen. Na, Gegner! Jetzt können wir in Echtzeit weiterlaufen. Vorher rufen wir einmal das Inventar auf. Schauen uns das mal an. Zuerst gelangen wir im Quest-Tagebuch. Hier finden wir die Quests und den Stand bei den verschiedenen Fraktionen, die es im Spiel gibt. Wir können Quests anklicken, dann sind die aktiv. Zwischen aktiven Quests auch hin und her wechseln, wie wir wollen. Dann werden die uns dann später angezeigt. Und das hatte ich schon erklärt. Es gibt 4 Fraktionen im Spiel und je besser man sich mit denen steht, desto besser kämpfen die Truppen, die wir von denen rekrutiert haben, in den Rundentaktik-Kämpfen später für uns. Und es gibt auch noch andere Vorteile. Und das ist die einzige Quest, die wir im Augenblick haben. Finde den Priester. Nach unserer Flucht aus Nidan, unserer Heimat seit Kindertagen, haben wir und unser Freund Ori ein Dasein als Söldner geführt, als freie Einsatzkräfte, die sich ihren Weg durch die chaotische Welt von Nevendar bahnen, einen Auftrag nach dem anderen. Es ist ein hartes Leben. Doch wenn der Sold stimmt und das Bier fließt, kann es sehr lohnenswert sein. Saufen, rauben, meucheln ist unser Leben. Mit der Zeit seid ihr als die Zwielicht-Zwillinge bekannt geworden. Doch und diese Berühmtheit hat uns einen Auftrag eingebracht, der weit jenseits all dessen liegt, was wir bisher so getrieben haben. Wir müssen einen korrupten Priester töten, der sich mit einer königlichen Brigade in der Kirche des heiligen Dartschild verschanzt hat. Der Auftrag selbst ist zwar recht vage formuliert, aber die Zielsetzung umso klarer, das soll ein Mordanschlag werden. Diese Dinge laufen indes nur selten nach Plan und dir will auch eine Frage nicht aus dem Kopf gehen, als du die Abwasserkanäle der Kirche vorankriechst. Was ist denn überhaupt unser Plan? Und jetzt gucken wir uns einmal an unseren Charakter und damit unser Inventar. Und wir haben jetzt einen Söldnerhelm zur Verfügung, den hatten wir vorher schon. Der gibt uns +1 Intelligenz, hier ist ein Ausrufezeichen und das bedeutet, wir haben ja neue Beute gemacht. Das ist also ein Tipp, hier können wir was verbessern, was Neues ausstatten. Klicken einmal drauf, das ist die Alternative, wir können ein Stirnband tragen. Das gibt uns nicht nur den üblichen einen Intelligenzpunkt durch den Söldnerhelm, sondern stattdessen 4 und +5 auf die Konstitution. Achtung, das Aussehen wird hier nicht verändert, typisch wie bei vielen anderen Rollenspielen. Der Kopf, wir wollen die Leute hier erkennen. Wenn man hier was anlegen, das wird hier oben nicht verändert. Würden wir die Rüstung verändern oder die Beinrüstung verändern, das wird dann schon im Spiel angezeigt werden. Ja? So sieht es hier aus mit unserer Helden. Weitere Abenteuer gibt es in Kürze. Nochmal der Hinweis, falls ihr euch für das Spiel interessiert, es gibt es beispielsweise im Calypso Store mit gutem Rabatt rund ums Release zu kaufen. Links darauf auf YouTube in der Textbeschreibung, hier drunter auf Twitch bitte mal posten an die Chatmods. Kleine Bitte. Und ich verdiene übrigens auch beim Kauf über einen dieser Links mit. Insofern würde mich auch deshalb freuen, bei Interesse, sonst nicht, wenn ihr euch das Spiel vielleicht darüber holt. Wir machen weiter. Gibt eine Playlist auf YouTube und es geht auf Twitch sofort weiter.